Hallo und herzlich willkommen zurück bei Night of the Dead. Wir sind in Stunde 19 und es sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Wir haben hier unsere, ich sag mal, provisorische Base, unsere Festung, ja, etwas aufgewertet schon. Jetzt ist es so, dass, ja, ich sag mal, dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen was, sag ich mal, verbessern müssen. Einfach, um gerüstet zu sein. Denn ich vermute mal, dass, ja, dass das mit jeder Nacht hier ein bisschen schwieriger werden könnte. Ist aber nur so eine Vermutung. Und ja, hier haben wir noch Plastik. Genau, erstmal noch ein paar Molotow-Cocktails herstellen. Was fehlt noch? Benzin. Warte mal, das hatte ich da auch mit hier drin. Benzin brauchen wir, jawohl. So, Molly. Geht los. Herstellen, wunderbar. So, 18 Stück haben wir da. Ist auch schön. Ja, ansonsten würde ich vielleicht ja noch so ein paar Fallen errichten. Und noch ringsherum bauen. Wir brauchen Äste, Holz und Seil. Und Äste sowieso, damit ich meine Fallen auch nachladen kann. Ja, hier ist die Axt. Dann würde ich sagen, looten wir mal noch ein bisschen. Loot, loot, loot. Und ja, bereiten uns weiter vor. Im nächsten Schritt würde ich gerne nach der Nacht quasi, die uns jetzt bevorsteht, auf Erkundungstour gehen am liebsten. Also das bedeutet, Inventar leer machen und... Oh, Alter, was bist du denn für einer? Oh, hab ich mich erschrocken. Mann, was ist denn mit dir los? Und der Typ, der schreit wieder rum. Was ist denn dein Problem? Was willst du denn? Bam, Alter. Boah. Hallo? Na gut, wir treffen beide nicht, Gott sei Dank. So, Kollege, was schreist denn du hier so rum? Kann da überhaupt irgendwas? Putz! So, komm her. Hier spawnen ja immer wieder neue. Der ist... Was ist mit ihm hier? Blind oder was? Also, anscheinend kann der nichts, außer dass die Viecher vielleicht bei ihm spawnen. Komische Typen, ey. Macht hier einen Lärm, ey. Das gibt's ja gar nicht. So. Oh, aber kurz erschrocken haben die mich trotzdem gerade. Wie er hier angerannt kam. Ich habe bloß die Schritte gehört. So, gut, weiter geht's. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, ich will auf Erkundungstour gehen. Das bedeutet Inventar leer machen. Und ja, einfach mal entdecken. Gucken, was hier noch so geht. Ja, was es noch so für Orte gibt. Denn ich sag mal so, das da unten ist ja ganz nett, sage ich mal, von Anfang. Aber... Ja, irgendwann will ich schon eine richtig krasse Base haben. Und ich sage mal, das ist jetzt nicht so der Ort, wo ich alt werden möchte. Ne? Es war alles schön und gut hier. Ja, man hat einen schönen Ausblick auf die Berge. Alles toll. Da vorne ist so ein bisschen eine kleine Fabrik. Stadt, Vorstadt, was auch immer. Und ja, aber das ist halt nicht das... Das ist nicht das Ende. Da sehe ich mich nicht. Und von daher einfach mal gucken, was so geht. Ich habe gehört, dass, ich glaube, unten soll ein Gefängnis sein. Mehr weiß ich aber nicht. Es soll ein Gefängnis geben. Ansonsten kenne ich das Spiel halt gar nicht weiter. Ich würde aber sagen, dass wir dann erstmal hier diese Straße entlang gehen. Gucken, was hier hinten noch so kommt. Wenn hier nichts weiter ist, dann mal hier so erkunden. Und dann vergrößern wir so Stück für Stück unser Territorium. So ist jetzt zumindest mein Plan.
Und ich hoffe, dass das auch so aufgehen wird. Und ja, schauen wir mal, nicht? Würde ich sagen. Jetzt erstmal auf jeden Fall noch ein paar Mets sammeln. Jawohl. Damit wir uns ja auch ordentlich verteidigen können. Denn es sind nur noch 4 Stunden bis zur nächsten Nacht. Und ja, wir wollen ja gut durchkommen. Ach so, und ich habe mir noch aufgeschrieben, einen Schlafsack sollte ich noch platzieren. Weil, wenn man stirbt, spawnt man entweder beim Schlafsack oder halt irgendwo anders dann. Und dann muss man erstmal seine zur Basis zurückfinden, beziehungsweise da erst wieder hinlaufen, Ewigkeiten. Wenn man Pech hat, wäre natürlich eine gute Methode, um, sage ich mal, die Map zu erforschen, weil dann ist man gezwungen, da wieder hinzulaufen und man ist am Ende ja ganz weit oben irgendwo. Hat auch was für sich. Ja, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, sagen wir es mal so. Hier liegt auch noch ein Beutel. Hat einer seinen Tornister vergessen? So, jetzt, was brauchen wir denn? Holz brauchen wir auf jeden Fall. Ging das hier? Nee. Ballistenbolzen. Hier, Holz. Machen wir erstmal ein paar Hölzer. Ein Ast kann ich aus Ranken herstellen. Auch gut. Wusste ich noch nicht. Aber Ranken brauche ich vielleicht auch noch so. Dann mache ich mir nicht ganz so viel. So, dann bauen wir erstmal noch ein paar von den Gerätschaften hier ringsrum. Zack. Zack. Und hier drüben machen wir noch eins hin. So. Bisschen so wild verteilen. Optimal. So, da fühle ich mich sicher. Das ist schön. Und ich denke mal, ja, ich denke mal, das wird schon so klar gehen. So, was haben wir denn noch im Angebot? Ey, was ist das denn? Stachelwerfer? Katapult? Eine Minigun? Ja, moin. Flammenwerfer? Klingt auch ziemlich nice. Mörser? Mehrfach-Raketenwerfer greift Gegner automatisch an. Oh. Eine Falltür, das ist auch cool. Zombies fallen beim Betreten nach unten. Wo fallen die denn hin? Sammeln die sich dann da, oder? Eine Tierfalle, das ist ja auch geil. Aha. Klingt interessant, denn hier steht ja auch noch, dass ich einen Küchentisch bauen soll. Das mache ich jetzt aber noch nicht, denn ich kümmere mich jetzt erstmal. Ein Fahrradgenerator kann Strom erzeugen. Ah, hier war ich noch gar nicht. Windkraft, okay. Batterie. Ja, geil. Schalter. Oh wei, was kommt denn hier noch alles? Das ist ja Wahnsinn. Also hier gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu erkunden. Mehr als ich gerade dachte. Möbel. Wie geil. Ah, Wandleuchte, da haben wir sie ja. Ein Stück Eisen brauche ich da. Habe ich so viel? Halt, das war. Wo war's denn? Hier. Ja, moin. Geil. Wo ging das jetzt? Hier, Wandleuchte. Leuchte. Deckenleuchte. Ich nehme einfach mal die Leuchte. Oder? Mach die mal hier so hin. Oh, geil. Und muss ich die auffüllen? Ja, muss ich anscheinend. Mit einem kleinen Stein. Merkwürdig. Oder ist das überhaupt die Leuchte? Nee, das ist das Ding hier. Okay. Reparieren. Wieso ist das alles so kaputt? Oh, Gott sei Dank. Ich frage mich die ganze Zeit, wie kriege ich hier Licht in die Bude? Aber ja, so funktioniert's. Geil. Jetzt ist es nicht mehr ganz so düster hier, wenn dann die Zombies kommen. Da sehe ich wenigstens auch was. Ja, noch eine Leuchte kann ich nicht bauen. Ah, den Schlafsack.
Den wollte ich auf jeden Fall noch machen. Da brauche ich noch einen Gummiring. Hier, da ist er schon. Und den Schlafsack würde ich hier unten ins Haus reinballern. So. Hier so hin. Bauen, Schlafsack. Zack, hier kommt unser Schlafsack hin. Kann ich hier noch was upgraden? Plastik, Eisenplatte, Stahlstange. Okay. Und hier hoffe ich einfach, dass ja, dass hier einfach nicht so viel durchkommen, beziehungsweise erst gar nicht das Interesse daran haben, hier reinzukommen. Tür zu. Geht gerade nicht. Ja. Aber vielleicht kann ich auch hier. Ne, kann ich gerade nicht. Was fehlt mir? Ein Zahnrad, okay. Ha. Ja, was soll ich sagen? Hoffe ich einfach mal, dass die nicht hier reingehen, sondern eher hier hinten rum zu mir kommen, wo es auch so schön hell leuchtet. Das wäre natürlich doof, wenn die ins Haus kommen, ich mit dem Schlafsack da respawne und dort gleich die nächste Horde auf mich wartet. Ja, das wäre jetzt nicht so optimal. Ja, was machen wir jetzt noch? Was habe ich denn hier noch alles? Das wollte ich mal noch. Stein, Stein, Stein. Hier sind diese ganzen Metallsachen. Denn ich glaube, die brauche ich noch, um ja, diverse Dinge herzustellen. Eisenerz und Kupfererz. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt noch hier so Schönes herzaubern können. Plastik hier, Zahnrad, auch sehr geil. Kann ich das herstellen? Da brauche ich Plastik und ein Zahnrad. Jawohl. Und Plastik. Ah, da fehlt nur das Gummiharz. Das gibt's doch nicht. Hahaha. Aber Plastik habe ich ja noch. Ach so, ja, sicher. So, jetzt kann ich noch eine Fallenmaschine bauen. Geil. Und kann dann damit ja, noch eine Falle bauen. Das ist doch schon mal sehr geil. Was für eine Falle wollen wir dann noch bauen? Also ich finde eigentlich diese Sichel ganz geil hier. Was fehlt uns noch? Holz. Ich glaube, das ging. Ich werde es schon noch lernen. Hier ging's, Holz. Sehr gut. So, und dann bauen wir uns mal noch eine Falle. So, Schneidwerkzeug. Oder den Stachelboden. Stachelfalle. Stacheln kommen aus dem Boden, wenn Zombies über die Falle laufen. Schneidwerkzeug. Rotiert, wenn sich ein Zombie nähert. Ist da was? Das baue ich hier unten noch hin. Das kommt hier noch, bevor dass die die Tür nicht zerstören. Bauen. Oh, hier ist schon wieder so dunkel. Baue ich einfach mal hier so hin. So, wunderbar. Dann ist der Eingang doppelt gesichert. Und ich hoffe, das reicht auch. Das Feuer brennt. Upgrade. Nimmt keinen Feuerschaden. Achso, das ist die Wand. Aber was ist denn? Ne, das ist der Boden. Aber die Lampe, die brennt jetzt. Die brennt auch ewig, wie es aussieht. Also, das ist cool. Zwar jetzt nicht so real, aber cool. Und ja. Was haben wir noch so Schönes? Leder. Dieses Gedöns hier. Den Forschungstisch. Kann ich da noch was machen? Schmied, Baumeister, halt, was war das? Materialien für Gebäude brauchen weniger Holz. Ja, brauche ich jetzt nicht für die Nacht. Bewachungspunkt Regeneration. Was hat denn das zu bedeuten? Sind es die Fallen? Ich weiß es gerade nicht so richtig. Fallschaden. Heilkraft von Gegenständen, okay. Schaden mit Fernkampfwaffen, ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Denn wir haben ein paar Fernkampfwaffen und ich denke mal, das ist ganz gut. Jogger,
Ausweichrate, Tierjäger, Anfänger, Taucher, Ausdauer, Regeneration. Auch geil. Auch geil. Gut, das kann ich mir noch nicht leisten. Bewegungsgeschwindigkeit, auch gut. Machen wir mal so die Basics noch hier. Auf jeden Fall vor der Nacht. Und ich möchte vor allen Dingen, ja, noch was essen oder irgendwie. Habe ich was? Nee. Kann ich hier irgendwas zu mir nehmen? Was habe ich hier? Rohe Eier kann ich nicht essen. Das ist schlecht. Stunde 22 und ich habe nichts zu essen. Dann muss ich mir hier noch fix ein paar Pilze sammeln. Habe ich eigentlich genug Pfeile? 77, das ist, glaube ich, nicht genug. Ich werde ja kurz vor knapp noch fix ein paar Sachen mir besorgen. Einfach nur, um auf der sicheren Seite zu sein. Denn es geht gleich los. Jawohl, ja. Aber mit den zwei Pilzen, die ich jetzt gefunden habe, komme ich auch nicht weiter. Vielleicht hätte ich doch die Küche bauen sollen. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt die roten Pilze essen kann. Ich tue es jetzt einfach mal. Ja. Ja, sehr schön. Da ist ein Wild. Ach, herrlich, wie das leuchtet. Da werden die Zombies scharf drauf sein. Ins Licht zu gehen. Oder helfe ich dir noch gern dabei? So, Blätter. Ach, Blätter brauchen wir eigentlich nicht. Dann nehmen wir noch den Baum hier weg. Wegschnabuzen. Hier ist der Eingang. Manchmal findet man ja auch eine Orange, aber ich weiß jetzt nicht, was für ein Orangenbaum ist. Aber irgendwelche Bäume haben Orangen abgeworfen schon. So. Wie auch immer. Wir looten hier noch ein bisschen. Hat doch gerade einer. Finde ich gerade einer rumgegurkert. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ja, die haut daneben. Hä? Jetzt. Nicht getroffen. Naja, was soll's. Baumstamm, Samen, Ranke. Sehr gut. So, gehen wir wieder hoch hier. 23 Uhr, gleich ist es soweit. Und ja, ich denke mal, wir sind ganz gut ausgestattet. Schlagring, Beil, Holzschild. Brauchen wir Planken. Holzschild klingt irgendwie geil. Nützt mir jetzt aber nichts so richtig. Also von daher, noch ein bisschen Holz herstellen hier. Zack. So. Denn daraus können wir. Brauche ich davon noch was? Eventuell. Eventuell auch nicht. Ich weiß es nicht. Hier habe ich mein Schneidwerkzeug. Ne, ich denke nicht. Ich denke, das sollte so gut sein. Molotow-Cocktails habe ich. Pfeile, ja, mache ich mal noch. Mache ich mal noch. 10 Stück, komm, was soll's. So. Haben jetzt hier 12. Und den Rest sind 15er Stacks, das passt auch soweit. Ein Speer. Schaden 20, Gewicht. Ein Wurfspeer, das ist natürlich auch geil. Ah, die erste brauche ich zum Nachladen, glaube ich. Besser ist das. Das lass mal. Fackel, Hammer. Angelrute. Boah, Angeln könnte ich mir auch vorstellen. Das kommt bestimmt richtig geil. So, ich tue erst mal Blätter hier rein. Da brauche ich nicht so viele. Oh, wir haben eine Birne gefunden. Ja, geil. Halt. Inventar. Birne.
Eine Kirsche oder gelbe Pilz, der zieht Leben ab. Den weißen kann man essen. Der rote zieht auch Leben ab. Hm. Es geht los. Da kommen schon die ersten. Ja, das war anscheinend die Vorhut. Ist ja auch erst 23 Uhr. So, warte mal, was wollte ich machen? Ich wollte hier irgendwas gerade herstellen. Ja, ich glaube hier. Plastik wollte ich herstellen, jawohl. Denn jetzt können wir auch wieder eine Fallenmaschine bauen, noch zusätzlich. Das ist ganz hervorragend. Und noch eine zusätzliche Falle bauen, eventuell. Seil benötigen wir und Holzbretter für ein weiteres Schneidwerkzeug. Seil, da haben wir genug Sachen da. Und jetzt habe ich es gerade vergessen, was war es noch? Seil und Bretter. Das ging hier. So, und dann bauen wir einfach mal noch ein Schneidwerkzeug. Obwohl, die kommt natürlich auch geil her. So ein Schredder. Kommt irgendwie auch cool. Was haben wir hier? Ein Fleischklopfer. ein Pusher. Das ist auch geil. Da kann man Zombies quasi in eine Falle wieder rein schubsen. Hat vielleicht auch was. Ein Schleifer. Eine Drehflügelfalle rotiert, wenn sich Zombies nähern. Aber irgendwie der Schredder, der kommt schon. Der hat irgendwie was. Den würde ich gerne noch hier mit errichten. Der hat was, finde ich. Aber wohin damit? Nee, das hat keinen Sinn. Noch nicht. Dann lieber hier drin noch weiter. Ist das ein Fallbeil? Kommt vielleicht vor der Tür noch ganz gut. So hier? Ja, das kommt geil. Sehr schön. Machen wir. Und jetzt ist es gleich soweit. Stunde 0 hat gleich geschlagen. Ich gehe schon mal zurück in die, in meine Position. Also den Eingang haben wir jetzt auf jeden Fall gut gesichert, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht baue ich hier noch ein bisschen Stacheldraht ringsrum. Die Welle hat begonnen. Jetzt geht's los, Freunde. So, das hier ist ja mein Geheimeingang. Hier komme ich rein. Die Welle hat begonnen. Mal gucken, von wo sie diesmal kommen. Kann ich eigentlich noch eine... Vielleicht noch ein Lichtel bauen? Wie ging das da nochmal? Hier fehlt mir ein Stück Eisen. Na gut. Stück Eisen. Synthetische Gegenstände. Ich habe sogar einen Kamin eigentlich, aber den kann ich nicht benutzen. Kommt zu mir und holt mich, wenn ihr euch traut. Aber wo sind sie denn? Bin hier. Hallo? Ich warte. Das Fallbeil würde ich eigentlich auch zu gern mal sehen. Mann, schade, dass ich nicht mehr Eisen habe für... Ich habe nur noch zwei synthetische Gegenstände. Das ist halt doof, ne? Das ist halt schon doof. Eisenplatten, Eisenerz. Naja, was soll man machen? Wo bleiben die denn? Hallo? Ah! Grüße Gemüse! Herzlich willkommen! Kommt alle rein! Hier wird jeder bedient!
So. Hier wird geschnetzelt. Auch geil. Der Gesichtslose hat auch keinen Kopf mehr. Was machen die da eigentlich? Boah, ein Kotzer. Schwein. Ich treff nichts. Da ist er wieder hier. Nochmal lasse ich mich ja nicht voll brechen von dir. Geil. Putz. Das war's auch mit dem Kollegen. Was hast denn du hier vor? Was ist denn deine Mission, Kollege? Ja, lässt du mal hier mein Zeug in Ruhe, bitte? Ich kann euch nur den Eingang da drüben mal nahelegen. Deine Kotze kannst du behalten. Das ist doch schon wieder so ein Typ hier. Da kommt wieder eine Welle. Putz. Putz. Oh nein. Sag mal. Das machst du nicht noch einmal, mein Freund. Putz. Was war denn das? Ich habe das Gefühl, der hat mich irgendwie vergiftet mit seinem Zeug da. Ja, wenn man jetzt noch den Kopf auch treffen würde, wäre gut. So, au, was war das denn? Ich wollte mir eigentlich bloß mal noch ein paar Pfeile wiederholen. So. Geh mal in den Schnitzelhäcksler rein. Oder kommen wieder welche? Ich gehe mal schnell hoch. Ah, oh nein, das war gar nicht gut. Wo ist er denn hin? Ja, sehr gut. Hier wird wieder das Ding ist so geil. So. Huch, hier wollte ich doch gar nicht rein. Aha, also hier hinten ist noch gar nichts abgegangen, ne? Wie es aussieht. Ein Pfeil nehme ich mir mal. Jetzt kommen nur noch so vereinzelte anscheinend. Also ich bin zufrieden mit meiner Burg hier. Anscheinend läuft das sehr gut hier. Alles nehmen. Ach du Schande. Ach du Schande. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Da kam doch noch eine kleine Welle. Genau, rein in den Häcksler mit dir.
Level up, sehr geil. Der war aber nah dran. Aber Kollege. Sei doch mal nicht so unentspannt hier. Finden wir für alles eine Lösung. Gar nichts mehr hier. Aber jetzt wird es mal Zeit. Jetzt wird es mal Zeit für einen Molly hier. Was ist denn jetzt? Was war denn das? Sie machen meine Wände kaputt, kann das sein? Ich habe keine Pfeile mehr, okay. Nicht so toll. Reparieren. Ist hier noch irgendwas zu reparieren? Oh was, 57%? Was hat 57%? So, meine Wände hier. Okay. Das kann ich nicht zulassen, dass die meine Wände zerstören. Hör mal. Komme ich nicht ran. Ja. Essen. Essen ist ganz gut. Aber mehr zu essen habe ich auch leider nicht. Ich brauche vielleicht doch mal eine Küche. Ah ne, ein Kotzer, Alter. Boah. Den kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Kann ich noch Pfeile bauen? Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ja, sehr gut. So, hier, da sieht die Welt doch gleich ganz anders aus. Bevor der Herr sich nochmal dazu entschließt. Hier zu reiern, mache ich ihn lieber tot. Okay. Kommt noch eine Welle oder wie sieht es jetzt aus? Ja, es kommt noch eine Welle. Oh, geh weg! Oh, wenn die mir so nahe kommt, dann ist immer. Alter Falter. Komm, geht alle in den Häcksler, Freunde. Oh nee, das ist gar nicht gut. Hat keiner von denen mal irgendwie einen Apfel einstecken oder sowas, den ich essen kann? Da rennen die mit Schießpulver rum. Oh, ey, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und ist er. Kotzer. Jetzt ist er explodiert. Ist er jetzt von allein drauf gegangen? Ist hier irgendwas sehr kaputt? Was Reparaturbedarf hat? Oh! Was? Was war denn mit ihm? Oha! Oha! Hallo? Ein Freak. Wenigstens habe ich mein Inventar wieder. Boah, also der war total aggro. Wie sind der da hochgekommen? Boah, was für ein Sprung das auch war, ey. Wahnsinn. Halt, was macht denn er? Ach so. Nachladen und alles nehmen.
Ich glaube, es ist vorbei. Wir haben es geschafft, oder? Hui. Das war ziemlich aufregend. Erstmal meine ganzen Pfeile wieder einsammeln. Das war wirklich sehr, sehr aufregend und ja, aber ich denke mal, wir haben es ganz gut überstanden. Ich sag mal, die haben zwar die Wände hier ein bisschen kaputt gemacht halt, aber ansonsten, ansonsten haben wir uns hier echt gut geschlagen. Jetzt außer halt der letzte Typ, der hier voll den krassen Sprung gemacht hat und auf einmal hier oben war. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ja. Herstellen? Was soll ich denn herstellen? Ach so. Reparieren. Okay. Ah, der hat hier oben ein bisschen noch Schaden gemacht anscheinend, wo ich respawned wurde. Ah, mein Inventar kommt gar nicht klar. Forschungsmaterial, 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 Pfeil. Geil. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben die zweite Nacht überstanden und ich würde sagen, viel, 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 viel besser als die erste Nacht. All unsere Sachen sind noch da. Klar, die Wände muss ich neu machen. Aber ansonsten, hier hinten war gar keiner dran. Also anscheinend kann ich hier unten auch mich ein bisschen ausbreiten im Haus. Aber will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will ja eigentlich eine andere Base haben irgendwo. Ja. Aber ja, so als kleines Zwischending ist die schon nicht schlecht, würde ich sagen. Kann man machen. Durchaus. Ja. Wie dem auch sei. Lange Rede, gar keinen Sinn. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Night of the Dead. Und ja, dann werden wir mal eine kleine, weitere, größere Erkundungstour starten. Und deswegen quatschen wir auch nicht lange. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Franklin McFly. Ciao, ciao.